So, nun, meine Damen und Herren, wollte ich an dieser Stelle sagen, dass das für mich ein durchaus besonderer Tag ist. Ein Tag, an dem der Bundespräsident, hätte ich gerne gesagt, gerade in diesem Augenblick den großen Zapfen gestrichen bekommt. Jetzt hat mich aber die WDR-Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass das ja eine Aufzeichnung ist, und ich soll das bitte nicht sagen. Also, ich lasse das weg, nicht das... Ja, verstehen Sie, ist ja witzlos, verstehen Sie. Ja, die Leute, diese Frau kennt ihre Zuschauer besser als ich. Nicht, wenn die sagt, die sind am Samstag verwirrt, wenn da plötzlich Sie aus dem Fernseher sagen, heute Abend wird Horst Köhler zeitgleich mit meiner Ehrung das Zapfensreich gespielt, Helm abzogen geht, wir beten an die Macht der Liebe, nicht wahr? Das packt der Zuschauer nicht. Da habe ich gedacht, na, schade drum eigentlich. Jetzt ist aber Folgendes, jetzt stellen Sie sich mal vor, es sind von dem, was ich jetzt sage, bis zur Ausstrahlung am Samstag, 5, 6 Tage, das ist heutzutage eine Ewigkeit. Nicht, wenn ich jetzt anfange, über die Kanzlerin zu reden, haben wir sie überhaupt noch am Samstag? Das ist ja völlig veraltet. Ja, ich bin nur... Ja. Das werte ich als Zustimmung. Ich möchte aber, meine Damen und Herren, dem... Es hat ja auch jetzt keinen Sinn, so zu tricksen, verstehen Sie, dass ich sagen würde, haben Sie gesehen, den Fernsehzuschauer in die Kamera gesprochen, haben Sie gesehen, wie er versucht hat, sich beim Blues, ich mache mich jetzt aus dem Staub, ist die letzte Zeile des Liedes, das er sich gewünscht hat, wie er sich ein Tränchen verdrückt hat. Naja, hat er sich gar kein Tränchen verdrückt, er ist ohnmächtig umgefallen. Nicht? Und seine Frau hat ihn wegschleifen müssen oder irgend sowas. Oder hat auf den Zettel geguckt, Träne verdrücken, nicht? Und hat dann, was weiß ich. Ich möchte nur eine Anmerkung noch zu Horst Köhler machen, auch wenn Sie es für nachgetreten oder Leichenfledderei halten, meine Damen und Herren, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Eine belanglos anmutende Bemerkung von Horst Köhler während seiner Zeit als Bundespräsident, die uns allen durch die Lappen gegangen ist. Er hat bei einer bedauerlicherweise beachteten Rede den Satz in den Raum gestellt, der allgemeingut ist in Deutschland. Die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr ausgeben. Diesen Satz hat Horst Köhler, der gelernter Sparkassendirektor ist, meine Damen und Herren, zu einer Zeit gesagt, als bereits ein Viertel der deutschen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt keinen Heller mehr hatte, den sie ausgeben konnten. Zu einem Zeitpunkt gesagt, zu dem fast die Hälfte der Bevölkerung nichts hatte, was man Vermögen nennen könnte. Und zu einem Zeitpunkt gesagt, wo erkennbar war, wenn er das Statistische Bundesamt gefragt hätte, dass er seinen Namen trägt. Er hätte ja jeden Tag vorbeischauen können, dass das Statistische Bundesamt gesagt hat, die deutsche Mittelschicht zerfällt, 95% geraten in die Unterschicht und 5% steigen auf. Gestern hat das Deutsche, Samstag, vor ein paar Tagen, hat das DIW, dieses Institut mit Herrn Zimmermann darauf hingewiesen, dass die deutsche Mittelschicht immer kleiner wird und verarmt. Das war schon zu dem Zeitpunkt bekannt, als Köhler gesagt hat, die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr Geld ausgeben. Was bedeutet das, meine Damen und Herren? Dieser überaus beliebte Präsident, der beim Volk so beliebt war, hat keinen Kontakt zum wirklichen Volk gehabt. Er hat sich orientiert an denen, die dafür sorgen, dass in jeden Nachrichten, im Öffentlich-Rechtlichen wie im Privaten, ununterbrochen Börsennachrichten laufen, obwohl keine 4% der deutschen Aktien besitzen. An denen hat er sich orientiert. Und deshalb war er kein Präsident des Volkes, meine Damen und Herren. So, da das ja nun alles am Samstag Schnee von gestern gewesen sein wird, habe ich mich dazu entschieden, ein paar allgemeinpolitische Betrachtungen von zeitloser Anmut vorzutragen. Das Unwort des Jahres, meine Damen und Herren, und das wird am Samstag auch noch das Unwort des Jahres gewesen sein, dieses Unwort des Jahres ist auf dem ersten Platz betriebsratsverseucht, zweiter Platz Flüchtlingsbekämpfung, dritter Platz intelligente Wirkmittel. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass es sich hier um kriegerische Begriffe handelt, bei den ersten beiden Fällen, offenkundig kriegerische Begriffe, betriebsratsverseucht, da muss der ABC-Trupp ran, nicht wahr? Und Flüchtlingsbekämpfung, da muss die Infanterie ran. Nicht wahr? Diese Begriffe, meine Damen und Herren, zeigen,
Ob sie, die wollen das nicht, aber sie werden so benutzt, nicht wahr? Das sind wahnsinnig Unwort des Jahres, dass wir im Krieg leben. Und bekämpft werden die Habernichtse. Solche Begriffe gibt es nicht gegenüber den wohlhabenden Reichen im Land. Und der dritte, auf dem dritten Platz der Unworte des Jahres, ist der Begriff intelligente Wirkmittel. Der klingt friedlich, dabei handelt es sich allerdings um intelligente Artilleriemunition. Es ist der Fachbegriff der Streitkräfte und der Artillerie und der Fachzeitschriften für Rüstungsindustrie. Die benutzen den Ausdruck intelligente Wirkmittel für moderne Munition, die zielsuchend ist und sich nicht nur zielsuchend im Weichziel betätigt, sondern auch in der Lage ist, Hartziele eher tendenziell zu verschonen und erst im Weichziel die gewünscht verheerende Wirkung herbeizuführen. Das ist eine Form von Verwirrung der Sprache, wobei Verwirrung noch milde ausgedrückt ist. Wir werden belogen und in einen Krieg geführt mit Begriffen, den wir nicht führen wollen, aber es ist große Mühe in diesem Land dabei, es zu tun. Das waren die Unworte des Jahres. Und jetzt noch zu einem anderen Begriff, der kursiert und den ich ein wenig drehen möchte, nämlich die Überlegung, ob nicht manche Politiker in unserem Land zu opportunistisch sind, meine Damen und Herren. Oder der Vorwurf an Angela Merkel, sie sei orientierungslos und opportunistisch. Ich bitte um Vorsicht, meine Damen und Herren. Wenn Frau Merkel und ihre Regierung opportunistisch gegenüber dem Volkswillen wären, dann gäbe es in Deutschland einen flächendeckenden Mindestlohn, einen Ausstieg aus der Atomenergie, einen Rückzug aus Afghanistan und Berufsverbot für Anlageberater. Das Volk ist nämlich weiter als die Regierung. Es würde liebend gern Das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten. Nämlich als man sie noch als Geldverleiher bezeichnet hat, ein dreckiges Handwerk, das ein ehrbarer Christ nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner und die Nonnenmacher dieses Landes bei Hofe noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, statt als Dudesfreund der Herrscherin an der Tafel zu sitzen. Das dürfen sie nämlich erst, seit sie Kaisern und Königen die Wahlkämpfe finanzieren und dafür das Monopol auf den Silbertaler gefordert haben und bekommen haben. Wäre die Kanzlerin wirklich opportun gegenüber ihrem Volk, dann verlöre sie die Gunst der Geldverleiher. Ihre Macht ist nur geliehen, meine Damen und Herren. Dass Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt wurde, ist eine Farce. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Dass die Zeitungen jetzt schreiben, Ursula von der Leyen ist die zweitmächtigste Frau in Deutschland, ist eine Vertölpelung, Verdummbeutelung von Ihnen. Und zwar eine bewusste der Presse, die es schreibt. Die mächtigsten beiden Frauen in diesem Land sind Liz Mohn und Friede Springer. Bertelsmann und Bild-Konzern. Die Bild-Zeitung, die den Analphabetismus dieses Land ergreift, ja schon im Namen trägt, nicht wahr? Bertelsmann und Bild, die lautstarken Herolde eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Eine Handbewegung von Friede Springer genügt. Und die Lohnschreiber werden die Kanzlerin endgültig vom Thron holen und werfen sie ihrer eigenen Partei zum Fraß vor. Vielleicht erleben wir es schon demnächst. Die wahrhaft Mächtigen sind gewiss, dass sie die Gunst des Volkes schon verloren haben. Das macht die Kanzlerin so wertvoll. Denn solange sie die Gunst des Volkes hat, solange wird sie gebraucht. Aber nur solange sie die Gunst der Macht hat, wird sie es tun können. Eine Symbiose nennt man das in der Biologie. Aber wenn es zulasten des Wirtstiers geht, nennt man es eine parasitäre Symbiose. Und das Wirtstier, das sind bedauerlicherweise wir. Diese pointenfreie Ausführung, meine Damen und Herren, habe ich mir leisten können, weil ich mit der Kraft von 4.000 Euro und einem Preis im Rücken ja nichts mehr beweisen muss, nicht wahr? Ich muss hier nicht mehr auftrumpfen, ich habe den Preis schon, ich kann es mir leisten. Ich möchte nicht, ja, herzlichen Dank. Ich möchte nicht. Ich möchte. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Leuten, die ich nicht groß nennen will, bedanken, die mir sehr nahe stehen und die mir in den vergangenen Jahren sehr geholfen haben, mich weiterzuentwickeln und ich hoffe, dass ich das auch getan habe. Herrn Hildebrand habe ich bereits aufgezählt. Es zählen verschiedene Personen dazu, die ich Ihnen nicht nennen werde, weil mein Privatleben Sie einen Dreck angeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich bei Herrn Piet Glocke bedanken, der erstmals, seit ich ihn kenne, versucht hat, Sätze absichtlich in einen gewissen Sinnzusammenhang zu bringen. Ich möchte
Ich möchte Ihnen für Ihre Geduld danken und selbstverständlich dem Pantheon, dem ich auf ewig, solange mich meine Beine auf eine Bühne tragen, treu bleiben werde.